Todesfälle sind immer tragisch. Bei großem Bekanntheitsgrad trauern allerdings besonders viele Menschen. Auch 2021 mussten wir uns von geliebten Stars verabschieden. Gary Marsden ging am 3. Januar von uns. Mit 78 Jahren erlag der Frontmann der Band Gary and the Peacemakers einer Herzinfektion. Das frühere Bond-Girl Tanya Roberts verstarb am 4. Januar. Die 65-jährige Schauspielerin kämpfte mit den Folgen einer Harnwegsinfektion. Marion Ramsey, die sich vor allem als Laverne Hooks in Police Academy einen Namen machte, starb 3 Tage darauf nach einer kurzen Krankheit. Sie wurde 73 Jahre alt. Am 13. Januar verstarb Siegfried Fischbacher im Alter von 81 Jahren, 8 Monate nach dem Tod seines langjährigen Partners Roy Horn. Zuvor war Siegfrieds Erkrankung an Bauchspeicheldrüsenkrebs öffentlich gemacht worden. Die US-Talk-Legende Larry King verabschiedete sich am 23. Januar von der großen Bühne. Der 87-Jährige war von seiner Covid-19-Erkrankung geschwächt und erlag schließlich einer Blutvergiftung. Hierzulande schockierte besonders der Tod der erst 25-jährigen Kasia Lenhardt. Sie wurde am 9. Februar leblos in einer Berliner Wohnung aufgefunden. Am 9. April mussten wir uns vom 99-jährigen Prinzen Philipp verabschieden. Barbie Kelly starb am 15. April mit nur 45 Jahren. Ihr Bruder Jimmy erklärte später, dass eine Lungenembolie Schuld an ihrem Tod hatte. Am 20. April wurde Willi Herren tot in seiner Kölner Wohnung aufgefunden. Er hatte nur wenige Tage zuvor einen Foodtruck eröffnet. Der Entertainer wurde nur 45 Jahre alt. Nur 2 Jahre älter wurde Jan Hahn, der am 4. Mai von uns ging. Der beliebte TV-Moderator starb an einer kurzen, schweren Krebserkrankung. Am 9. Juni verstarb Schauspielerin Libuše Šafránková, die mit ihrer Hauptrolle in 3 Haselnüsse für Aschenbrödel weltberühmt wurde. 2014 wurde bei der Tschechin Lungenkrebs diagnostiziert. Sie wurde 68 Jahre alt. Besonders tragisch war auch der Tod des erst 23 Jahre alten Philipp Mickenbecker am 9. Juni. Der YouTuber ließ die Öffentlichkeit über Jahre und bis zum Schluss an seiner Krebserkrankung teilhaben. Am 23. Juli verabschiedete sich Alfred Biolek für immer von der großen Bühne. Mit 87 Jahren schlief der Kultmoderator in seiner Kölner Wohnung friedlich ein.